Rivka Bleiers. In der zweiten Halle, in die sie uns brachten und die noch größer war als die vorherige, türmten sich Berge von Schuhen. Hier mussten auch wir uns von unseren Schuhen trennen. Wir taten es mit gemischten Gefühlen. Denn mit ihnen waren wir von zu Hause gekommen und durch sie waren wir noch mit tausenden von Erinnerungen mit unserem alten Heim verbunden. Wer hatte sie gekauft? Zu Ehren von welchem Feiertag? Wie sehr hatten wir uns doch gefreut, als wir sie bekamen, in jenen guten Tagen, als die Familie noch zusammen war. Wo waren all unsere Lieben jetzt? Wer lebte noch? Wer nicht? All diese quälenden Fragen überfielen uns aufs Neue in dem Augenblick, in dem man uns unsere Schuhe nahm. Auschwitz-Birkenau am Schabbatabend, kurz vor Sonnenuntergang. Eine von uns hatte einen Kerzenstummel ergattert und eine Frau in mittlerem Alter zündete ihn an. Wir, die orthodoxen Mädchen, versammelten uns in einer der Ecken, um zu singen und zu beten, flehentlich, zutiefst bewegt und mit herzzerreißenden Stimmen. Anfangs noch zögernd, voller Angst. Dann aber wurden die Gebete, die sich aus unseren reinen Seelen erhoben, zunehmend lauter. Wir beteten mit Glaubensfeuer, mit zittrigen, herzergreifenden Stimmen. In einer anderen Ecke des Blocks hatten sich die Mädchen aus dem Städtchen Kalif versammelt. Als wir zum Ende kamen, begannen sie, die bekannte Melodie des Tzaddiks von Kalif, zu singen. Sol akokoshmar, schon kräht der Hahn. Sämtliche Gefangenen unseres Blocks, mehr als 1000 Frauen, stimmten mit ein in diese wunderbare, atemberaubende Melodie und weinten dabei flehentlich. Sol akokoshmar ist wohl das berühmteste Lied des Rabbi Yitzhak Eisik von Kalif und wird von den ungarischen Chassidim bis heute gesungen. Ein Jahr haben wir auf diesen Augenblick hingearbeitet. Wir haben Lebensmelodien arrangiert, wir haben viele Proben absolviert, wir haben Geld gesammelt, damit wir dieses große Konzert heute machen konnten. Aber es war dann am Ende kein Konzert mit Publikum, sondern ein Livestream in der Apostel-Paulus-Kirche, gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung im Kampf gegen Antisemitismus, haben wir heute das Konzert Lebensmelodien erlebt. Lebensmelodien are Jewish melodies that were or composed or played or sang in the time between 1933 to 1945. Those melodies, those Lebensmelodies, were composed or sang or played in an unhuman situations. Sometimes they helped the one who sang or wrote them to separate from the world, and sometimes to give hope and to give an injection of life in those terrible moments during the Shoah. The melodies are very strong musically, but there are also, above them, there is the memory. And the memory of those people, of the families, or of the survivors, or the victims. And through those melodies, when we just performed them with our wonderful ensemble and colleague, I hope that we could touch the people and tell the story and commemorate the rabbis or the composers or the communities behind those sounds and notes. Also, es gibt ein Lied, Mikdash Melech aus Lecha Dodi, wo diese zwei Brüder, die Brüder Lau,
diese Geschichte erzählen, wie sie den Canto kennengelernt haben und der Sidhu irgendwann im Auschwitz gefunden haben. Und viele Jahre später diese Person begegnet haben und dann wieder dieses Lied gesungen hat. Es bringt mich immer wieder zu Tränen. Und das ist so, so stark, so kräftig, diese Geschichte. Und ich glaube, es ist die Geschichte von vielen Überlebenden, unserer Familien. Also es ist natürlich sehr stark, aber es ist etwas, was man findet. Diese Geschichten leben in uns und in viele von unseren Familien. Also ich hatte ein Solo in Nummer 3 und das habe ich wahnsinnig genossen. Weil als ich dieses Solo spiele, dann irgendwie bin ich auch nicht mehr ganz da. Ich bin wirklich irgendwo anders und das ist sehr kostbar, wenn das passiert. Aber auch wie Isidoro mag ich sehr die Nummer 9, weil ich respektiere, wenn Menschen auch inmitten vom Terror, vom Schmerz und Leiden diese Zärtlichkeit bewahren können. Und da spürt man dieses, es ist so ein bisschen wie eine Mutter mit einem Kind, dieses Süße. Und ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte da in der gleichen Situation. Also es ist für mich sehr bewegend. Dieses Projekt ist wirklich unfassbar, was alles beinhaltet und dass wir jetzt so eine erste Aufführung haben könnten und natürlich ohne Publikum und mit allen Regelungen, aber dass es stattfinden kann, finde ich absolut wichtig und bin privilegiert, Teil davon sein zu dürfen. There are many people behind me that helped me to collect those Lebensmelodies. There are different rabbis and archives and survivors as well. And behind each melody there is a family. Maybe this family is not alive anymore or they were all murdered, but some of them survived and they are alive. And the next generations of those families are connected to those melodies. Als Pfarrerin der Apostel-Paulus-Gemeinde bin ich dankbar, dass dieses wunderbare Konzert, der Auftakt zu der Konzertreihe hier in unserer Kirche stattfinden durfte. Die begangenen Verbrechen können nie ungeschehen gemacht werden. Genauso wenig dürfen jüdische Melodien, die damals in den schwierigsten Situationen Kraft und Trost gespendet haben, jemals in Vergessenheit geraten. Heute Abend, zum Gedenken an den 9. November 1938, sind diese Lebensmelodien erklungen hier in der Apostel-Paulus-Kirche in Berlin. Das heißt, wir werden jetzt überall in Deutschland diese Konzerte in 2 Jahren hören, 10 Konzerte bundesweit, die dieses besondere Erbe pflegen. Und am Ende werden wir in einem Buch die Melodien veröffentlichen, zusammen mit den Geschichten und den Schicksalen der Menschen, die sie geschrieben haben und die mit ihnen verbunden sind. Und so, dass jede Musikschule, jede Schule, jeder Konzertsaal diese Melodien wieder spielen kann und somit den Ermordeten eine lebendige Stimme geben kann. Some of the families that they are connected with those melodies heard our concert. They couldn't
come because of the corona. They planned to be here with us, but unfortunately it was not possible because they are living, some of them are out of Europe, in America or in Israel. And I'm very happy that we managed to stream this concert because they could be with us and listen to their pieces. The first thing, I got many messages after the concert, and the first thing that I looked to see what they wrote. And they said that they are happy. They are happy that their personal story, their private story, is now open. Open for the public to listen and to commemorate and to kind of give life to their beloveds. Die Jungen schafften es, im Lager unterzutauchen. Sie wurden sodann auf Lastwagen zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschickt. Der Großteil von ihnen entkam dadurch der Vernichtung.